Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 22. Wir befinden uns im Kapitel totale Ableitung und möchten uns in diesem Video die Kettenregel und den Schrankensatz insbesondere erarbeiten. Ich möchte damit beginnen, kurz zu wiederholen, was wir im letzten Lernvideo gemacht hatten. Dort haben wir den Ableitungsbegriff, die totale Ableitung für eine Funktion f eingeführt, die auf einem normierten Vektorraum x definiert war oder auf einer Teilmenge von x und in einem normierten Vektorraum y abbildet. Und wir haben erklärt, was es bedeutet, dass f eben in einem Punkt x differenzierbar ist. Und dazu hatten wir uns folgende Zerlegung angesehen. Und zwar haben wir f an der Stelle x plus h betrachtet und davon den Funktionswert bei x abgezogen. Und eine lineare Korrektur auch noch abgezogen. Und wenn dann die Norm dieses Ausdrucks, welche Norm muss man dann nehmen? Das sind alles Vektoren in y, abgeschätzt werden kann durch die Norm des Inkrementes h mal eine Funktion von h, die gegen 0 geht, für h gegen 0. In diesem Fall nannte man dann f differenzierbar, vorausgesetzt, dass diese lineare Abbildung t eine lineare und stetige Abbildung ist, was im Endlichdimensionalen immer erfüllt ist, aber im Unendlichdimensionalen nicht. Ja, und diese Formel, die hier steht, hieß Weierstrassische Zerlegungsformel. Und diese Abschätzung sagt eben, dass der Restterm in dieser Zerlegungsformel schneller als linear gegen 0 geht, wenn h gegen 0 geht. Ja, wir möchten jetzt uns für die totale Ableitung die Kettenregel erarbeiten. Bei der Kettenregel verknüpft man ja zwei Funktionen. Die Situation hier ist die folgende. Wir haben eine Funktion f, die auf einer offenen Teilmenge eines normierten Raums x definiert ist und die bildet eben in einen normierten Raum y ab. Und das Bild von f soll eben in einer Teilmenge v enthalten sein, auf der dann wiederum eine Funktion g definiert ist, die dann in einen dritten normierten Raum z abbildet. Ja, und wenn man sich das so ansieht, dann kann man eben die Verknüpfung sich angucken, also die Abbildung, die von u nach z geht. Und unsere Notation war ja immer, dass wir diesen Kringel für das für die Verknüpfungsoperation dann benutzen. Ja, dieser Satz sagt nun Folgendes aus. Wenn wir in dieser Situation sind und einen Punkt x aus u haben, dieser Punkt x wird dann auf einen Punkt fx in y abgebildet. Und wenn wir eben nun annehmen, dass f in diesem Punkt x differenzierbar ist und g in diesem Punkt fx differenzierbar ist, dann erfolgt daraus, dass die Verknüpfung der beiden Funktionen im Punkt x differenzierbar sind. Und weiter folgt, dass eben die Ableitung durch die Verknüpfung der Ableitungen gegeben ist. Ja, bevor wir den Beweis dieser Kettenregel uns ansehen, möchten wir nochmal uns auch richtig klar machen, dass wir verstehen, was dort eigentlich steht. Also diese Identität für die Ableitung möchten wir nochmal genauer ansehen. Also was hier zunächst mal gemeint ist, ist ja, dass hier eine Identität steht, wo auf beiden Seiten lineare Abbildungen stehen. Und das ist also eine lineare Abbildung von x nach z. Und was hier steht, ist eine Verknüpfung zweier linearer Abbildungen, nämlich diese Abbildung geht von x nach y und diese geht dann von y nach z. Und wenn man jetzt bei Abbildung mal das Argument dazu schreibt, heißt es einfach, dass also d g mit f verknüpft an der Stelle x, also die Ableitung an der Stelle x dieser verknüpften Funktion. Wenn wir diesen linearen Operator auf einen Vektor h anwenden, dann sagt diese Identität, dass dann Folgendes rauskommt. Wir müssen die lineare Abbildung ansehen, die durch die Ableitung von g an der Stelle fx gegeben ist. Und wir wenden diese lineare Abbildung an auf den Vektor, den wir erhalten,
wenn wir in die Ableitung von f an der Stelle x den Vektor h einsetzen. Und das soll man sich ruhig mal genau klar machen. Das h ist also in x, dann ist das Bild von h unter dieser linearen Abbildung in y und insgesamt kommen wir also dann bei z an. Ja, dann möchten wir uns auch nochmal den Spezialfall ansehen, wenn x und y und z gerade durch R gegeben sind. Und da kennen wir ja aus der Analysis 1 die Kettenregel, die besagt, dass also die Ableitung von G nach F an der Stelle x berechnet werden kann, indem man G' an der Stelle fx sich anguckt und mit F' an der Stelle x multipliziert. Und das ist also das eine. Und das andere ist, dass eben, wenn wir F' kennen, dann können wir die Ableitung im Sinne einer linearen Abbildung hier eben auch aufschreiben. Nämlich es gilt in diesem Fall eben, dass dfx angewendet auf einen Vektor h, der Vektor h wäre dann einfach eine reelle Zahl, ja nichts anderes ist als das Produkt von f'x mal h. Dementsprechend wäre dann d g an der Stelle fx nach dfx. Und das Ganze hier ausgewertet bei h, wenn man das jetzt Schritt für Schritt auseinander schreibt, wäre dann sozusagen g' an der Stelle fx mal, jetzt kommt die Multiplikation in r, mal den Vektor dfx angewendet auf h. Und da haben wir gerade gesehen, das ist nichts anderes als f'x mal h, also insgesamt steht hier einfach dann g' fx mal f' x mal h. Und diese Aussage sagt nun, dass das gleiche sei wie g nach f' x mal h. Und da sehen wir, wie sozusagen diese Aussage in dieser Form überführt werden kann in die Form, die wir aus der Analysis 1 bereits kennen. Ja, wir haben diese Proposition, die Kettenregel, ja schon in der Analysis 1 bewiesen, und zwar in dem Spezialfall, in dem die ganzen normierten Räume hier durch R gegeben sind, also im Fall reellwertiger Funktion einer veränderlichen. Und was haben wir dort gesehen? Nun, wenn wir zwei Funktionen fg haben, die differenzierbar sind, dann können wir die Verknüpfung uns ansehen und erkennen, dass die Ableitung an einem Punkt x gerade so berechnet werden kann. Also als das Produkt der Ableitungen. Und das muss man sich nochmal klar machen, was jetzt diese Gleichung mit dieser hier zu tun hat. Und dazu stellen wir zunächst mal fest, dass wenn wir die Ableitung aus der Analysis 1, also f', in die Sprache, die wir jetzt hier für die Ableitung verwenden, übersetzen wollen, dann müssen wir f' als lineare Abbildung interpretieren. Das heißt, dfx, diese lineare Abbildung angewendet auf eine Zahl h, auf einen Vektor in x, und in dem Fall ist es einfach eine reelle Zahl h, ist nichts anderes als f' und x mal h. Dementsprechend ist dann, wenn ich hier das hinschreibe, nichts anderes als die Aussage, dass diese Ableitung gegeben ist durch d'fx f'x mal h. Und jetzt möchte ich nur noch diesen Ausdruck hier umformulieren in die Schreibweise der Analysis 1. Und dann steht da dg angewendet auf fx. Und hierauf wenden wir dfx an und das angewendet auf h, das ist dann nichts anderes als g' an der Stelle fx mal das, was hier rauskommt. Das schreibe ich nochmal ab. Und was hier rauskommt, ist ja nichts anderes als f' x mal h.
Und dann steht hier tatsächlich g-f(x) f-x mal h. Und diese ganzen Identitäten gelten eben für alle h aus R. Das, eben, das besagt dann, dass diese linearen Abbildungen tatsächlich diese Gestalt haben. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt diesen Ausdruck hier und diesen Ausdruck hier vergleichen, dass dann tatsächlich auch das Gleiche rauskommt. Und was wir hier nur benutzt haben, war eben die Kettenregel aus der Analysis 1. So, das war also sozusagen die Umformulierung unserer Kettenregel aus Anna 1 in die Sprache, die hier verwendet wird. Und als nächstes möchten wir die Kettenregel für allgemeine normierte Räume eben beweisen. Okay, beginnen wir den Beweis und wir werden zunächst einfach die Voraussetzung anwenden, dass f an der Stelle x und g an der Stelle y, wobei eben y gerade das Bild von x unter f ist, differenzierbar ist. Und das, was Sie dann hier sehen, ist nichts anderes als die Weierstrassche Zerlegungsformel in der Definition der totalen Ableitung. Und wir möchten jetzt die analoge Zerlegungsformel für die Komposition von G mit F aufschreiben. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Also G nach F an der Stelle X plus H. Das ist nach Definition der Komposition ja nichts anderes als G an der Stelle Fx plus H. Und jetzt ersetzen wir Fx plus H durch diese rechte Seite hier. Das ist also g an der Stelle fx, fx ist y plus diesen Term hier und diesen Term kürzen wir mit h tilde ab. Da haben wir also was verwendet? Wir haben verwendet, dass wir h tilde auf diese Art und Weise definiert haben. Ja, und nun können wir die zweite Zerlegungsformel, nämlich jene für g, anwenden. Und was wir dann eben erhalten ist, also g von y und dann steht hier plus dgy, die Ableitung von g im Punkt y angewendet auf h tilde. Das machen wir, führen wir gleich mal aus. H tilde hat zwei Terme, diesen ersten Term. Steht hier und einen zweiten Term und ich benutze jetzt gleich die Linearität, um zu sagen, dass das das gleiche dann ist, wie wenn wir dg, die Ableitung von g an der Stelle y, auf den zweiten Term anwenden. Und wenn wir den auf diesen Vektor hier anwenden, dann steht hier ein Skalar mal ein Vektor und den Skalar ziehe ich gleich raus. Da ist also dann das, die Norm von h draußen schon und es bleibt nur noch dieser Ausdruck übrig. Und jetzt müssen wir noch den Term hier einfach abschreiben. Das ist also dann h tilde y norm mal rho 2 von a tilde. Und das, was wir jetzt hier ausgerechnet haben, steht nochmal an dieser Stelle. Hier sehen Sie also g von y und y war f von x. Also sind diese beiden Terme identisch. Hier ist dieser Ausdruck einfach aufgeschrieben als Komposition der beiden linearen Abbildungen angewendet auf h und das ist der Restterm. Den sehen Sie hier. Und wenn Sie jetzt hier die rechte Seite betrachten, dann hat es schon die Form von der Zerlegungsformel. Hier steht also der Funktionswert an der Stelle x, an dem Sie die Ableitung, die Differenzierbarkeit überprüfen möchten. Hier steht eine lineare Abbildung angewendet auf das Inkrement h und dann eben stehen noch weitere Terme. Diese weiteren Terme sind also der Restterm und die werden hier mit r von h abgekürzt. Und wir müssen jetzt nur noch zwei Sachen zeigen, um bewiesen zu haben, dass g nach f an der Stelle x differenzierbar ist. Das erste ist, diese Abbildung, die hier steht, die muss linear und stetig sein und von x nach z gehen. Und diese Abbildung ist in der Tat linear, denn das ist eine Komposition zweier linearer Abbildungen. Und sie ist auch stetig, denn das ist auch eine Komposition zweier stetiger Abbildungen. Also das ist schon mal in Ordnung. Und der zweite Punkt ist jetzt nur noch nachzuweisen, dass dieser Restterm schneller als linear gegen 0 geht. Ja, um das zu zeigen,
müssen wir also RH durch die Norm von H teilen und dann H gegen 0 schicken. Gut, dieses RH besteht aus zwei Teilen. Wir können die zwei Teile separat betrachten. Wenn wir diesen ersten Teil hier ansehen und diesen ersten Teil durch die Norm von H teilen, dann steht hier einfach nur noch dgy angewendet auf Rho 1 von H. Und wenn wir jetzt H gegen 0 schicken, dann erkennen wir zwei Sachen. Zum einen gilt nach Voraussetzung, dass dann Rho 1 von H gegen 0 konvergiert. In welchem Raum? Nun im Raum y, im Bildraum von F. Und jetzt wenden wir auf diese Folgeebene stetige Abbildung an. Und das heißt auch, die Bildvektoren konvergieren dann gegen 0 für H gegen 0. Das heißt, hier ist schon mal klar, dass das gegen 0 geht, wenn H gegen 0 geht. Und was wir jetzt nur noch zeigen müssen oder untersuchen müssen, ist, was passiert mit diesem zweiten Term. Und dazu müssen wir die Norm von H Tilde abschätzen. Ja, und das passiert hier. Wir schauen uns nochmal an, wie H Tilde definiert ist. Das steht hier. Wir können also die Norm von H Tilde zunächst mal mit der Dreiecksungleichung abschätzen und erhalten dann die Summe der Norm dieses Vektors mal plus die Norm dieses Vektors. Hier sehen Sie den ersten Vektor und hier sehen Sie die Norm des zweiten Vektors, wobei wir hier schon die absolute Homogenität verwendet haben, um diesen Skalar aus der Norm dann herauszuziehen. Ja, diesen Term möchten wir weiter nach oben abschätzen, indem wir die Operatornorm benutzen. Zur Erinnerung, wenn Sie einen linear stetigen Operator haben und so einen Ausdruck abschätzen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie die Operatornorm von T nehmen und mit der Norm von H multiplizieren. In unserem Fall sieht es jetzt wie folgt aus. Wir haben also hier diesen Operator dfx angewendet auf H und den schätzen wir nach oben ab durch die Operatornorm von dfx mal die Norm von H. Und dann kommt man eben letztlich auf diese Abschätzung, die dort steht. Diese Abschätzung hat nun zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass wenn H gegen 0 geht, dann geht auch die Norm von H Tilde gegen 0. Warum? Nun, dieser Ausdruck geht eben dann gegen 0 für H gegen 0 und hier steht etwas, was eine Summe ist aus einer Konstanten, die nicht von H abhängt und etwas, was auch sogar gegen 0 geht, wenn H gegen 0 geht. Ja, und hieraus folgt dann auch, dass insbesondere Rho 2 von H Tilde ebenfalls gegen 0 geht, denn das war die Voraussetzung an Rho 2. Sehen Sie hier oben nochmal. Und letztlich folgt dann eben, dass wenn wir diesen Term hier durch die Norm von H teilen und H gegen 0 schicken, dann geht das Ergebnis auch gegen 0 für H gegen 0. Und insgesamt folgt eben, dass dieser Restterm schneller als linear gegen 0 konvergiert. Und damit haben wir dann die Differenzierbarkeit der Komposition von G mit F nachgewiesen. Ja, wir möchten jetzt die Kettenregel auf ein konkretes Beispiel anwenden. Und zwar schauen wir uns eine Funktion f an, die einem Vektor aus RD das Quadrat bezüglich des Standardskalarproduktes zuordnet und eine Funktion g, die eine nicht negative Zahl auf R abbildet, indem einfach die Wurzel berechnet wird. So, und die beiden Funktionen verknüpfen wir. Wir nennen das Ergebnis dann U. Das muss dann eine Funktion sein von RD nach R. Und die ist also gegeben dadurch, dass man eben G mit F verknüpft und dann auswertet. Und wenn man das ausformuliert, heißt das, dass man in G die reelle Zahl fx einsetzen muss. Und das heißt, man nimmt die Wurzel von x mal x. Und das wäre ja nichts anderes als die Definition der euklidischen Norm. Ja, und wir möchten jetzt die Differenzierbarkeit untersuchen und behaupten insbesondere für x ungleich 0, also für jene Vektoren, deren Länge in der euklidischen Norm eben größer ist als 0, ist diese Komposition U differenzierbar. Um das festzustellen, stellt man zunächst mal fest, dass also f differenzierbar ist. Das hatten wir schon gemacht. Und wir hatten nämlich da gesehen,
dass die Ableitung von f gegeben ist durch 2 mal das Skalarprodukt von x mal h. Das andere, was wir wissen, ist, dass die Funktion g auch differenzierbar ist. Und zwar für positive Zahlen, also auf r größer 0. Und da hatten wir in der Analysis 1 gesehen, dass die Ableitung von g gerade 1/2 y hoch minus 1/2 ist. Und das bedeutet nun, dass die Ableitung, und zwar in der, als totale Ableitung betrachtet, das heißt als linearer Operator an der Stelle x, an der Stelle y, y ist ein Skalar, sollte dann also eine lineare Abbildung sein von r nach r. Diese lineare Abbildung ist eben gegeben, indem man die reelle Zahl h, das Argument dieser linearen Abbildung, mit 1/2 mal y hoch minus 1/2 multipliziert. Okay. So, jetzt unser Satz zur Kettenregel sagt eben nun, dass für Vektoren x, die ungleich 0 sind oder deren euklidische Norm damit echt positiv sind, die Funktion u differenzierbar ist, weil eben f und g für diese Punkte dann differenzierbar sind. Und dieser Satz gibt uns jetzt noch eine Formel, um die Ableitung zu berechnen. Ableitung von u an der Stelle x ist also dann gegeben als die Komposition von dg an der Stelle fx angewendet auf den Vektor dfx und h. Und das können wir jetzt einsetzen. Wenn wir hier also y durch fx substituieren, dann heißt es, wir müssen y durch x mal x substituieren. Und dann steht hier x mal x hoch minus 1/2, das ist 1 durch die Norm von x. Also steht hier 1/2 Norm von x, euklidische Norm von x hoch minus 1 mal das, was hier rauskommt, und das war hier schon berechnet, also mal 2x mal h, und dann sieht man, dass sich zuletzt nur noch hier das 1/2 mit dem 2er wegkürzt, und wir erhalten dann dieses Ergebnis, was man auch dann eben so aufschreiben kann. Ja, als nächstes möchten wir den Schrankensatz diskutieren, und bevor wir den in dieser allgemeinen Situation anschauen, möchte ich an ein Resultat aus der Analysis 1 erinnern. Und zwar hatten wir dort Funktionen betrachtet, die auf einem Intervall AB definiert waren und nach R bilden, und falls diese Funktion eben stetig differenzierbar ist, dann gilt Folgendes: Wenn wir zwei Stellen s und t aus dem Intervall nehmen, dann können wir die Differenz zwischen den zugehörigen Funktionswerten abschätzen, und zwar durch den Abstand der Parameterstellen s und t. Und hier gibt es eine Konstante, und diese Konstante ist, kann man als Supremum über die Ableitung der Funktion definieren. Naja, und also wir annehmen hier, dass f stetig differenzierbar ist, ist also die Abbildung, die an xi auf f' von xi abbildet, eine stetige Funktion. Und da wir hier das Supremum über eine kompakte Menge bilden, ist diese Konstante immer kleiner und unendlich. Ja, wie hat man das in der Analysis 1 bewiesen? In diesem eindimensionalen Fall kann man beispielsweise den Mittelwertsatz verwenden, um zu sehen, dass, nehmen wir hier mal an, s wäre größer als t, dass fs minus ft über s minus t geschrieben werden kann als f' an der Stelle xi, wobei das xi eben zwischen t und s liegt. Und wenn man jetzt die Beträge nimmt, erhält man schon diese Abschätzung, und man kann dann den Betrag von f' an der Stelle xi eben durch dieses Supremum über alle xis, die dort auftauchen können, abschätzen. So, jetzt schauen wir uns hier aber diese mehrdimensionale Situation an, und
Der Satz ist jetzt wie folgt formuliert. Wir betrachten hier wieder ein f, das auf einer offenen Menge eines normierten Raumes x definiert ist und nach y abbildet, und wir nehmen an, dass es stetig differenzierbar ist. Und jetzt schauen wir uns noch eine konvexe Menge, eine konvexe Teilmenge von Omega an. K ist dann also eine konvexe Menge aus dem Vektorraum x insbesondere, und wir nehmen noch zusätzlich an, dass diese Menge kompakt ist. Und die Behauptung ist nun, dass man diese Abschätzungen hat, das heißt, die Abstände gemessen in der y-Norm dieser Funktionswerte kann man abschätzen durch den Abstand von x und y. Mit einer Konstanten, die das Supremum ist, der Operatornorm der Ableitung von f über alle xis in der kompakten Menge. Also das ist ganz analog zu der Abschätzung, die wir hier haben. In diesem Fall hier ist halt x und y der Vektorraum, der durch r gegeben ist, und die Normen sind dort halt einfach der Betrag. Und wenn man die Ableitung als linearen Operator versteht, dann ist das, was hier steht, tatsächlich auch die Operatornorm. Das andere, was man noch bemerken kann, ist, dass hier natürlich steht, dass f dann eine Lipschitz-stetige Abbildung ist. Mit Lipschitz-Konstante c. Okay, beweisen wir das? Der Beweis ist in zwei Schritte aufgeteilt. Und wir möchten zunächst mal festhalten, dass diese Konstante, die als Supremum über die Operatornorm von der Ableitung von f definiert war, eben klein und endlich ist. Und zwar aus demselben Grund wie im Eindimensionalen, nämlich wenn wir uns die Abbildung xi nach Operatornorm von df xi ansehen, dann ist das eine stetige Abbildung. Warum? Zunächst mal ist die Abbildung xi nach Ableitung df xi stetig. Das war die Voraussetzung. Wir haben angenommen, dass man stetig differenzierbar ist. Und dann verknüpft man diese stetige Abbildung noch mit einer Norm. Und Normen, die Normabbildung ist auch eine stetige Abbildung. Und damit kriegt man eine stetige Abbildung. Und diese Abbildung ist jetzt hier auf einem Kompaktum betrachtet. Und daher ist das Supremum endlich und in Wirklichkeit ein Maximum. Ja, und als nächstes wollen wir diese Situation in gewisser Weise auf eine eindimensionale Situation zurückführen. Und dazu betrachten wir zwei beliebige Punkte, x, y, in der kompakten Menge. Und eine Kurve von x nach y, so eine Streckenverbindung. Und das ist dieses U, das Sie hier sehen. Also wenn man sich das anschaut, dann ist U von 0 gerade x und U von 1 ist gerade y, und für jeden Parameterpunkt t zwischen 0 und 1 befindet man sich halt entsprechend auf einem Punkt auf dieser Streckenverbindung. Und all diese Punkte liegen nun in unserer kompakten Menge drin. Warum? Wir haben angenommen, dass k konvex ist. Und da war ja nach Definition gegeben, dass eben Streckenverbindungen in einer konvexen Menge eben enthalten sein müssen. Das heißt, wir können hier also unser k mal hier so anmalen. Ja, und entlang dieser Streckenverbindung schauen wir uns jetzt diesen Ausdruck an. Was steht hier? Wir wählen also einen Punkt t und werten dann die Streckenverbindung an dem Punkt aus. Zum Beispiel für ein halb würde da dieser Punkt hier rauskommen, der Mittelwert von x und y. Und den setzen wir dann in unsere Funktion f ein. Und dann subtrahieren wir f an der Stelle u0, das heißt f von x, und messen den Abstand dieser beiden Vektoren in der entsprechenden Norm. Ja, und von diesem Abstand ziehen wir jetzt noch diesen Ausdruck hier ab. Was sieht man hier? Hier hat man den Abstand der beiden Vektoren x und y. Und dann steht hier mal minus t. Und im Wesentlichen steht hier c, also die Operatornorm unserer Ableitung von f. Und diese Konstante vergrößern wir noch um ein Epsilon. Was man zunächst mal feststellen kann, ist folgendes. Wenn wir t gleich 1 setzen und Epsilon gleich 0, dann erhalten wir den Ausdruck f an der Stelle u1, also f von y minus f von x in der Norm
minus c, t ist 1 plus 0, also minus t mal x minus y in der x-Norm. Und was wir in gewisser Weise jetzt zeigen möchten, ist, dass in dieser Situation hier dieser Ausdruck kleiner gleich 0 ist. Wenn wir zeigen können, dass für beliebige x und y eben dieser Ausdruck kleiner gleich 0 ist, dann haben wir die Abschätzung, die wir beweisen wollen, bewiesen. Dann steht hier diese Lipschitz-Abschätzung für f da. Ja, und es stellt sich nun heraus, dass es besser ist, diese Abschätzung nicht für epsilon gleich 0 zu zeigen, oder es ist einfacher, die nicht für epsilon gleich 0 zu zeigen, sondern zunächst mal für einen positiven Wert von epsilon. Und das machen wir hier. Also erst eine Beobachtung, dieses f epsilon ist stetig. Warum? O ist eine stetige Funktion in t. F ist stetig, ist ja stetig differenzierbar und damit stetig. Und dann ist eben auch dieser Ausdruck stetig, weil die Normfunktion stetig ist. Und hier steht t mal ein Vektor und solche Ausdrücke sind eben auch stetig in t. Und das andere, was man beobachtet, wenn wir für t gleich 0 einsetzen, dann steht hier insgesamt 0. Und dieser Ausdruck verschwindet auch, das heißt f epsilon an der Stelle 0 ist 0. Und was man eben auch noch beobachtet ist, dass diese Äquivalenz dieser Abschätzung gilt, als f epsilon 1 kleiner gleich 0 ist äquivalent dazu, dass wir diese Abschätzung haben. Da haben wir einfach nur für t eben gleich t gleich 1 gesetzt und dann den Ausdruck auf die andere Seite gebracht. Und was wir jetzt also nur noch zeigen müssen, ist, dass f epsilon 1 kleiner gleich 0 ist für alle epsilon. Warum? Denn wenn wir dann epsilon gegen 0 schicken, erhalten wir in gewisser Weise diese Abschätzung, die hier steht. Und für den Grenzwert epsilon 0 konvergiert ja dieser Term gegen 0 und dann haben wir die Behauptung dastehen, die Lipschitz-Abschätzung. Also, wir möchten jetzt einfach nur diese Aussage hier beweisen. F epsilon an der Stelle 1 ist kleiner gleich 0 für alle epsilon größer 0. Und wir beweisen diese Aussage durch ein Widerspruchsargument. Wir nehmen also an, dass die Aussage nicht richtig ist. Wenn das nicht richtig ist, dann gibt es ein Epsilon, sodass F epsilon an der Stelle 1 echt größer 0 ist. In diesem Fall können wir eine positive Konstante finden, ein kleines c, das zwischen dem Funktionswert von f epsilon bei 0 und dem Funktionswert von f epsilon bei 1 liegt, und zwar strikt. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen uns alle Parameter t an, deren Funktionswert kleiner gleich als c ist. Diese Menge, die hier steht, ist eine abgeschlossene Menge. Und sie ist auch eine beschränkte Menge. Sie ist beschränkt, weil wir hier eben nur t aus einem beschränkten Intervall überhaupt betrachten. Und sie ist abgeschlossen, weil f epsilon ja stetig ist und hier ein kleiner gleich steht. Sie wäre offen, wenn hier kleiner c steht, aber abgeschlossen, wenn hier kleiner gleich c steht. Es ist also eine beschränkte und abgeschlossene Menge und sie ist auch nicht leer, denn für t gleich 0 haben wir einen Parameter gefunden, der in dieser Menge drin liegt. Und damit können wir uns das Maximum ansehen. Und wir bezeichnen dieses Maximum dieser Menge mit t0. Dieses t0 ist tatsächlich ein Maximum und das bedeutet, es ist ein Element dieser Menge. Und das heißt auch, dass f epsilon an der Stelle t0 kleiner gleich c ist. Und daraus folgt insbesondere schon, dass eben t0 echt kleiner als 1 sein muss, weil an der Stelle 1 ist ja f epsilon größer als c. Also wir haben uns dieses ja auch schon klar gemacht. Andererseits ist auch noch klar, wenn wir uns Parameterpunkte t anschauen, die echt größer sind als t0, also das muss hier ein echt größer sein, dann ist dieser Zähler hier echt positiv, weil dann f epsilon von t eben größer sein muss als t, echt größer als c und f epsilon von t0 ist c, also ist
hier diese Zahl echt größer als 0 und sie bleibt auch größer als 0, wenn wir durch eine positive Zahl teilen. Und das, was hier steht, diese Funktion als Funktion von t größer t0 betrachtet, nennen wir Phi von t. Also Phi von t ist definiert auf dem offenen Intervall mit linker Grenze t0 und rechter Grenze 1. Schreibt man das noch dazu. Ja, und diesen Term möchten wir jetzt nach oben abschätzen. Und ich habe dazu nochmal die Definition von Epsilon t hier wiederholt. Was wir also zunächst berechnen müssen, ist F Epsilon t minus F Epsilon t0. Das heißt, wir müssen hier auf der rechten Seite diesen Ausdruck im Wesentlichen nochmal abziehen. Dann steht hier ein Minuszeichen und hier steht ein Pluszeichen und das t kriegt einen Index 0. Ja, und um dann diesen Ausdruck nach oben abzuschätzen, macht es Sinn, diese Terme nochmal ein bisschen anders anzuordnen. Dazu schiebe ich diesen Term mal hier nach oben und verschiebe den Term hier an die zweite Stelle. Ja, und jetzt muss ich den eben an die dritte Stelle. Da ist jetzt also nichts passiert. Ich habe nur umsortiert. Und jetzt sieht man, dass man hier die zwei letzten Terme, da kann man diesen zweiten Faktor jeweils ausklammern. Und das machen wir jetzt auch mal. Dann steht hier also t minus t0 mal diesen Faktor. Ja, und das, was hier steht, möchten wir jetzt nach oben abschätzen, wobei wir noch zusätzlich hier durch t minus t0 teilen. Wenn wir durch t minus t0 teilen, dann wird dieser Vorfaktor zu 1. Und wir sehen also, vielleicht machen wir das auch gleich mal, damit es sichtbarer wird. Wenn ich also hier durch t minus t0 noch teile, dann muss ich hier diese Differenz auch mit t minus t0 dividieren und dieser Vorfaktor wird zu einer 1. Gut, und das möchten wir jetzt nach oben abschätzen. Das passiert hier in dieser Ungleichung. Wir haben hier einfach den zweiten Term abgeschrieben. Sieht man hier. Und wir müssen hier nur noch diesen ersten Term nach oben abschätzen. Und der erste Schritt ist hierbei, dass man einfach die Differenz nimmt und den Betrag nimmt. Und so kriegt man eine Abschätzung nach oben. Und das zweite, was jetzt noch verwendet ist, ist die inverse Dreiecksungleichung für die Norm, die Y-Norm. Und das heißt, dass man diese Differenz hier nach oben abschätzt durch die Norm der Differenz dieser beiden Vektoren, die hier stehen. Und wenn wir diese beiden Vektoren voneinander abziehen, dann stellt man fest, dass dieser Vektor f an der Stelle u0 eben gerade rausfällt. Und es bleibt eben nur f an der Stelle ut minus f an der Stelle ut0 übrig. Das erklärt jetzt diese Abschätzung Stern. Ja, hier sehen Sie die Abschätzung einfach nochmal auf die nächste Folie kopiert. Und was wir jetzt erstmal machen, ist diesen Differenzenquotienten, der dort steht, mithilfe der Weierstrassschen Zerlegungsformel anders aufzuschreiben. Wenn Sie sich erinnern, beim Argument im Eindimensionalen haben wir an dieser Stelle oder würden wir an dieser Stelle einfach den Mittelwertsatz verwenden. Das funktioniert im Mehrdimensionalen eben nicht so einfach. Und deshalb verwenden wir jetzt die Weierstrassche Zerlegungsformel. Und dazu stellen wir zunächst nochmal fest, dass ja UT war ja ein Streckenzug. Das heißt, die Definition von UT war, dass UT gerade gegeben ist als U an der Stelle, 0 plus t mal u1 minus u0. Und wenn man das ein bisschen umformt, stellt man fest, das ist ja gerade das gleiche wie u an der Stelle t0 plus t minus t0. U1 minus U0 und U1 minus U0 ist dann Y minus X. So wurde
der Streckenzug U definiert. Diese Identität wird also hier verwendet. UT wird also ersetzt durch diesen Ausdruck. Und nun ist es praktisch, denn wir können diesen Term T-T0 mal Y-X sozusagen als ein Inkrement H interpretieren, und zwar ein Inkrement in der Weierstrassischen Zerlegungsformel. Das können wir hier unten nochmal ein bisschen detaillierter ausführen. Wir haben also, wenn wir diese Notation, dieses H einführen, dann steht da im Zähler F an der Stelle U T0 plus H minus F an der Stelle U T0 und nach der Weierstrassischen Zerlegungsformel muss dann eben das identisch sein mit der Ableitung von F an der Stelle UT0 angewendet auf H und dann kommt der Restterm und den Restterm schreiben wir eben auf in dieser Produktnotation, wo wir hier die Norm von H haben, mal den Restterm Rho. Ja, und die Differenzierbarkeit sagt uns nun, dass zum einen dieses Ding hier eine stetige lineare Abbildung ist und dass dieses Rho gegen 0 konvergiert für H gegen 0. Ja, und genau das wird jetzt hier an dieser Stelle bei dieser Identität verwendet, wobei wir noch eben durch T-T0 teilen. Das heißt, aufgrund der Linearität, ich schreibe das mal hier hin, T-T0. Aufgrund der Linearität können wir also dieses H hier im Argument von der linearen Abbildung hier mit T-T0, mit 1 über T-T0 multiplizieren und wir können auch dieses T-T0 aufgrund der absoluten Homogenität hier in die Norm mit reinziehen. Und dann vereinfachen sich diese Ausdrücke hier, dann stellt man nämlich fest, dass das, was hier steht, das ist nichts anderes als y-x und hier entsprechend auch. Genau, und jetzt haben Sie also gesehen, haben wir gezeigt, dass diese Identität hier gilt. Also was wir nun eben sehen, ist Folgendes. Wenn wir diese Abschätzung verwenden und zunächst mal nur diesen ersten Teil hier betrachten und dann t gegen t0 gehen lassen. Was folgt dann? Nun, dann konvergiert ja dieser Vektor hier drin gegen 0. Und weil Rho eben diese Eigenschaft hier hat, sehen wir, dass dieser Restterm verschwindet. Und was eben nun übrig bleibt, ist, dass dann der Grenzwert dieses Ausdrucks gerade durch die Norm des ersten Terms hier auf der rechten Seite gegeben ist. Und diesen Ausdruck können wir jetzt weiter abschätzen, und zwar mit der Hilfe der Operatornorm. Das ist ein linearer Operator. Und wir haben hier die Operatornorm dieses linearen Operators und hier eben dann den Abstand der beiden, die Länge des Vektors y-x in der entsprechenden Norm. Und an dieser Stelle können wir die Operatornorm durch die Konstante c abschätzen, die ja als Supremum über alle, über die Operatornormen der Ableitung von f definiert war. Und so bekommen wir diese Abschätzung, die hier steht. Das heißt, wir haben jetzt im Grenzwert t gegen t0 dieses nach oben abgeschätzt durch c mal Norm von y-x. Und dieser Ausdruck kommt ja hier auch nochmal vor. Mit einem anderen Vorzeichen. Das heißt, was wir hier erzielt haben, ist die Abschätzung dieses Ausdrucks im Grenzwert t gegen t0 nach oben durch minus epsilon mal diesen. Das ist also hier die wichtige Abschätzung. Wenn t gegen t0 konvergiert, dann ist phi t nach oben im Grenzwert gegen minus epsilon mal y minus x abgeschätzt. Und das Wichtige ist nun, dass diese rechte Seite eine echt negative Zahl ist. Y ist von x verschieden. Das heißt, der Betrag von y minus x ist positiv und wir multiplizieren das mit einer echt negativen Zahl, mit diesem minus Epsilon und erhalten dann was echt kleiner als 0 ist.
Jetzt war Phi stetig und das bedeutet, da wir im Grenzwert T gegen T0 einen Lim-Sup haben, der echt kleiner als 0 ist, bedeutet das aufgrund der Stetigkeit, dass wir also einen Parameterpunkt T1 finden, der nahe an T0 dran ist, sodass der Funktionswert von Phi bei diesem Parameterpunkt T1 zumindest kleiner gleich 0 ist. Wir könnten auch echt kleiner 0 wählen. Ja, und das steht nun im Widerspruch nicht zu Stern, sondern zu der Beobachtung, die wir bereits gemacht haben, dass nämlich Phi für alle Ts echt positiv ist. Also, und damit haben wir einen Widerspruch erzeugt und die Annahme, mit der wir dieses Argument gestartet haben, war damit falsch. Und damit ist dieser Satz bewiesen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.